Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Smash Bros. Melee. Beim letzten Mal sind wir relativ gut mit Kirby durchgekommen. Nicht einmal Game Over gegangen. Wie mit den Ice Climbers, mit den Charakteren. Wo ich mit eigentlich am schlechtesten bin, habe ich gerockt. Das finde ich total cool. Ich muss mal kurz das Fenster hier anpassen, das ist mir noch ein bisschen... Ja, ich denke, jetzt sollte es gehen. Ich hoffe doch mal, oder? Ah, nee. Hier an der Seite ist noch schwarz. Muss ich verbessern. Das sieht ja dämlich aus. So, und hier mache ich nochmal ein bisschen, ne? Zack. Ich denke, dann sollte es gehen. Okay. Ja, ich freue mich. Heute spielen wir mal mit Samus. Samus spiele ich ganz gerne. Ist ein guter Charakter, der auch Spaß macht zu spielen. Stark, hat gute Fähigkeiten und... genau. Rocken wir mal die Bude mit Samus. Ich muss unten noch mal ein bisschen anpassen, das sieht auch nicht so schön aus. Die Zeit läuft, ich weiß. So. Okay. Zurück ins Spiel. Ich hole mal den Regenschirm und los geht es. Ich hoffe, dass mal diesmal vielleicht mal einen neuen Charakter freigeschaltet bekommen. Der letzte ist ja schon ein bisschen was her. Ein Item von der Maxi-Tomate. Nee, von dem Pokéball. Von der Maxi-Tomate. Von dem Elektroball. Elektroball, Elektroball. Der Regenschirm ist schon echt geil. Samus ist ein Charakter, der hat aber echt Power auf jeden Fall. Das kannst du nicht anders sagen. Macht schon Schaden auf jeden Fall. Zumindest manche Fähigkeiten. Aber der kann halt gute Kombi-Fähigkeiten und relativ schöne Attacken. Junge, schleudert mich hier nicht hin und her. Jetzt gibt es gleich welche. Ja, ich werde klein. Ist klar. Geil. David gegen Golat oder was? Nein! Was für eine pure Verzweiflung, komm bitte auf. Oh, was ein Unglück. Oh Mann, ey. Was ein Scheiße, ey. Ich könnte kotzen. Weil ich würde im Anschluss vielleicht noch ein Video für die Simi aufnehmen, Daniel. Also jetzt vielleicht gerade im Livestream. Da kannst du gerne dabei sein. Wenn du möchtest. Oh, ihr Elenden. Drehte mich aber um, die Saudi. Mit dir, Mario. Verschwinde! Peach, du genauso. Dich kann ich genauso wenig leiden. Piese dich hier. Piese dich hier. Hau ab hier. Los, jetzt. Bam, Junge. Du kriegst voll eine rein, du. Ein Leben haben wir schon mal vergeigt.
Ich verstehe mal Poker-Rap. Weiß auch nicht warum, das ist aber der DK-Rap. Ich mag es, wenn die Gegner so groß sind. Wenn wir schön schlagen. Ach, scheiße. Ah. Der Pokéball hat trotzdem gerettet. Dieser Fisch, ich liebe ihn. Er macht Donkey Kong so oft platt. Ich muss gar nichts machen. Voll gut. Ich hatte früher so Schiss vor diesen Zombie-Gedöns-Dingern. Schade. Ich dachte irgendwie einmal wenigstens finde ich das Ziel auf Anhieb, aber tja, leider nicht. Schade. Ist unsichtbar, ich sehe die aber trotzdem. Blöder Link, du Blöder. Du Mastsau, du. Danke. Das nervt mich immer. Sich Angst zu bewegen, weil du denkst hier vielleicht. Oh, scheiße. Genau das. Der macht mich jetzt aber platt. Erschwinde, Link. Nice. Aber schon 108%, ey, das ist too much für mich. Das ist viel zu viel. Wenn ich Pech habe, dann verrecke ich hier noch. Immer noch nicht das Ziel. Ich hab das Glück und finde das Ziel immer so gut wie gar nie. Schön. Ja, jetzt hat er mir meine schöne Blume aus der Hand geschlagen. Maxi Tomate. Wie froh bin ich, dass ich dich habe, du Maxi Tomate. Schön. Oh, unbedingt bald mal wieder meine Softbox von René. Lol, die habe ich noch nicht, die Statue. Passt voll ins Level rein. Voll witzig. Passt ja richtig rein, du. Immer noch nicht das Ziel. Oh, Junge, man muss nicht das mal so hinziehen. Mit dir, Mann. Weg mit dir, habe ich gesagt. Du Penner, du. Katz- und Maus-Spiel. Ah, jetzt hat er mich. Hilfe. 200%, scheiße. Wenn jetzt nicht gleich das Ziel kommt, du, dann habe ich aber echt verkackt.
oben sollte es aber eigentlich sein. Immer noch nicht. Das ist doch ein schlechter Scherz. Alter, mit 223%, die wollen mich alle verarschen. Wo ist das verdammte Ziel? Wahrscheinlich hier irgendwie? Ne, hier war ja der Anfang, ne? Junge, wo ist das Kackziel hin? Was für eine Stelle habe ich bitte übersehen? Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab hier doch nichts übersehen. Ah, oh, lass mich los, du Kackvieh. Wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe und die Zeit abläuft, du, dann gibt's aber Probleme hier. War ich hier schon irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Hier geht's nur wieder raus. Oh, ich bin am Verzweifeln. Oder habe ich irgendeine rechte Seite übersehen? Hier war ich überall schon. Oh nein! Keine Zeit für den Quatsch. Na, oh, lasst mich doch alle mal in Ruhe. Ist das peinlich hier? Ja, ich habe das Ziel gefunden. Oh ja. Oh, Junge. Das hat aber auch gedauert, Mann. Ich hasse dieses Level. Ich meine, die Idee mit den Zombies und sowas und so im Untergrund von Hyrule ist ja schon ganz cool, ja. Aber irgendwie, das zieht sich immer so durch die ganzen Link-Klone. Viele Spots, die es da abzusuchen gibt. Das ist halt immer eine Glückssache, ne? Wie im Lotto. Lotto wollte ich auch eigentlich mal wieder spielen irgendwann. Weg mit dir. Nice. Sehr schön. Ich glaube, ich mache aber wirklich nur noch Smash Bros. Und dann ist schon... Dann ist ja gleich schon halb drei oder sowas. Weil ich fertig bin mit dem Game. Samus gegen Samus. Möge der bessere Samus Aran gewinnen. Jo, oh, ja, verkloppt mich hier. Oh, wie viel. Er hat mir schon viel mehr Schaden gemacht als ich ihn. Die Sau. Alter, Junge, übertreib's nicht. Der macht mich hier komplett alle. Na komm. Bam. Schade. Nice. Regenschirmpower. Regenschirmpower. Ah, jo. Nein! Der macht mich hier vollkommen platt. Scheiße. Ich muss ihn austricksen. Scheiß doch die. Oh, Junge. Nein. Hilfe. Ich bin gleich fertig. Mit den Nerven. Der macht mich hier noch platt. Oh, du Scheiße. Ah ja.
keine Ahnung. Ja, jetzt wieder da. Ist er weg. Ja, jetzt kann ich mich konzentrieren. Oh Junge, wieder komplett unten. Dadurch verbaut ich jetzt mehr was. Ja, ich kurz ab. So, das macht mir so irgendwie zu schaffen. Das würde ich jetzt verheben verwenden. Das ist halt auch leider nicht der beste Jumper. Nein. Wie Pech, wie peinlich. Oh. Dadurch habe ich jetzt ein Leben vergeudet. Ich könnte so abkotzen, ne? Ich könnte so abkotzen. Ich kriege auch noch einen Pokéball. Glaubst du es denn? Gesehen, was der machen wollte, da. Betrügen. Nein! Was? Was war das denn? Sie hat nämlich so instant weggehauen. Yo. Jetzt hat Laser gestellt. Ja. Aus Versehen. No, ey. Weißt du, da macht mich Kirby platt. Mit so einem unnötigen Move. Zwei Leben noch. Mit Samus war ich auch mal besser. Ja, ganz schön nachgelassen sind ihn. Ach, Riesen-Kirby. Schön. Bonuspunkte. Hoffentlich. Sei denn, es wird mit Verhängnis. Die Großen kann man immer so gut wegkombon. Du Scharniere habe ich aber weggebasht. Das ist das Tolle daran. Oh, das freut mich. Freut meine Seele. Oh ja. Hm. Schön. Und den großen Kirby auseinandergenommen. Jetzt darf ich nur nicht verrecken, ja. Ich habe nur so viele Stages vor mir. Und mit zwei Leben. Sag niemals nie, aber ich vermute, dass ich hier schon verkacken werde. Warum ist er denn eigentlich immer so feige immer hier in diesem Modus? So kennt man dich doch gar nicht, Fox. Jetzt wehrt er sich wenigstens mal ein bisschen. Eisblöcke. Schade. Schade, schade. Ja, Doppelkombo. Ist da wohl ein Pokémon drin gewesen wäre? Komm, ich lasse das immer hier reinrollen. Ja, nice. Oh Kacke, oh Kacke. Ich finde das immer so geil, wie sie den immer ausschalten. No.
Das ist ein Luschen-Pokémon. Wow, mein Vollregel hat jetzt mein anderes Pokémon geblockt. Das ist eine Scheiße. Also, keine Ahnung. Samus lässt mich hier echt verzweifeln gerade irgendwie. Werfen die auch Pokebälle? Nein, und ein weiteres Leben verloren. Was ein Scheiß. Hört auf, Pokebälle zu schmeißen. Hört auf, ihr Doofen. Nein, das kriegen ja noch ein Lapras. Nein! Verdammt. Junge! Was ein Unglück. Was ein Unglück. Oh weia, ey. Oh weia. Oh Mann, ey. Überhaupt nicht meine Runde. Scheiß Pokémons. Scheiß Pikachus. Ja, Glurak. Immer ein Glurak. Glurak macht gleich mal 3, 4, 5 Pikachus tot. Oh, Turtok ist auch nicht schlecht. Turtok ist auch geil. Schon mal zwei sehr gute Pokémon bekommen. Jetzt werden sie aber echt frech hier und benutzen die Pokebälle. Entei, danke für deine Rettung. Sehr schön. Und ein Shirox hinterher. Wunderbar, so hätte es eigentlich laufen müssen. Toll, bin auch komplett Game Over gegangen, ey. Das nimmt mich jetzt so auseinander. Ich krieg doch eh wieder keinen neuen Charakter. Mit den Punkten, da kann ich es sogar komplett vergessen. So eine Blamage ist das. Ich weiß ja gar nicht, ob sich meine Trophäen gespeichert haben, die ich bekommen habe. Ob die alle verloren gegangen sind, ich weiß gar nicht. Also bei Brawl war es, glaube ich, irgendwie, da hat man die verloren bekommen. Nein! Oh, habe ich den schon? Ich glaube schon. Ich sammle trotzdem ein. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ah, oh, schnell ducken. Sehr schön. Also ich meine, ich hatte beim letzten Mal die Facecam an, wenn ihr euch erinnern könnt. Ich habe es jetzt so etwas angeglichener oder ich habe es etwas kleiner gemacht und dementsprechend, es sollte nicht mehr so stören wie beim letzten Mal. Also die war ja wirklich echt schon gigantisch gewesen. Alter, wie ich diesen Gleiter schleife förmlich. Also man sieht den Charakter teilweise auch manchmal nicht oder so, aber ich denke, das sollte... Wow, jedes Mal macht er das. Es sollte dennoch okay sein. Ist nicht mehr so krass groß wie beim letzten Mal. Ich denke, das ist okay. Diese blöden Mr. Saturn-Zimmer, die gehen mir so auf die Eier. Die stören einfach nur. Hatte ernsthaft gerade meinen Laser abgewehrt mit seinem Fuß. Mir 180%, 130, 100. Oh, Alter, der wäre fast verreckt hier. Ich hol mir den jetzt. Ja. Komm her. Ich hol mir dich jetzt. Hau ab.
Mach, dass du Land gewinnst. Schön in den Arsch rein. Habe ich dann Eisblock zerstört? Oh, tut mir aber leid. Habe ich Polygon schon? Ich glaube schon. Wunder, dass ich teilweise Pokémon noch per Namen kenne. Ist ja unglaublich. Wow, ich habe direkt schon 41% Schaden genommen. Die Maxi-Tomate könnte ich gut gebrauchen. Mal wieder auf Null. Sehr schön. Der Hammer, der Hammer. Sehr schön, sehr schön, sehr gut. Der ist echt, also Gold wert hier. Und nicht, wenn er sich hier verkrümelt, aber schön in die Ecke gedrängt. Sehr schön. Super. Antike Attacken? Also so Items geben Minuspunkte? Okay. Krass. Das wusste ich nicht. Oh weia, jetzt wird hier aber ganz schön verkloppt. Ich meine, das sind 5 Gegner immer. Das finde ich so heftig. Ich dachte irgendwann mal, die kann man mal freischalten wenigstens. Weil ich finde die so cool, aber das sind immer so viele. Ich meine, die halten nichts aus, ja, aber guck mal, wie viel, die kloppen auf einem drauf so und die haben jetzt schon 150 Schaden insgesamt gemacht. Das ist einfach krank. Das ist einfach krank. Du musst immer schon wegkontern, immer wegschlagen. Mit den übelsten Fähigkeiten. Oh, sehr schön. Gibt wenigstens einen Bonus, ne? Genau, 1000. Bin zweimal Game Over gegangen, aber vielleicht kriegen wir noch die 1 Million Punkte. Abonnenten werden zwar auch nicht verkehrt, aber lass uns erstmal die 1 Million Punkte in Smash Bros. Erzielen. Du hast es auch gleich geschafft in, ja, auch wieder knapp eine halbe Stunde. Schneller schaffst du es halt auch nicht, ne? Ja. Okay, den haben wir auch fertig gemacht. Final Destination. Bowser mache ich jetzt auch noch platt. Oh, wow. Wow. Wow, willst du mich verarschen hier komplett? Das gibt's ja nicht, ey. Nimmt ihr mich hier auseinander? Jetzt setz ich mal an. Jetzt werft er auch noch diesen scheiß Pokéball nach mir, ey. Und das Stern, du macht mich platt, ey. Ich krieg nicht, mich nicht mehr ein. Ich krieg dir direkt nächsten Pokéball in den Arsch geschoben. Tja. Aber zu seinem Unglück. Sehr schön. 917.000. Das ist nicht so gut, aber gut. Schade. Ich glaube, das gibt auch keinen neuen Charakter. Wäre eigentlich schön, aber naja, was jetzt machen? Dann gucken wir mal. Vielleicht können wir uns noch ein paar Trophäen holen. Vielleicht haben wir auch jetzt ein paar Trophäen bekommen, die wir vorher auch noch nicht hatten. Ich weiß es nicht. Success. Hallo Nicholas. Nico Nix. Ja, schade. Aber wir haben... Wie viele Münzen? 22. Alter, die Chance, die haben nur noch 8%ige Chance. Wow, aber wir haben einen Visaflor bekommen. Haben noch keinen Visaflor gehabt?
Mit 8% haben wir echt gerade Glück gehabt, du. Das ist ja unglaublich. Schade. Vielleicht kriegen wir noch das ein oder andere, die ein oder andere Trophäe heraus, die wir noch nicht haben. Ich will auch nicht jetzt meine kompletten Münzen für eine Trophäe ausgeben. Deswegen versuche ich mein Glück halt einfach mal so. Einmal Glück haben wir ja schon gehabt. Oh, Pokéball. Sehr schön. War ja gerade nochmal schön. Also zwei Dinge auf jeden Fall nochmal neu bekommen. Zwei Trophäen. Vielleicht kriegen wir noch einen. Wir haben noch 9 Münzen. Stumpf, stumpf. Okay. Ich wusste gar nicht, dass das so heißt. Nur noch 6,5%ige Chance, neue Trophäe zu bekommen. Dann könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viele wir schon haben eigentlich. Na, 3 Münzen noch. Die letzte. Schade. Okay, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und sage bye bye.